Moin, moin, liebe Hardliner. Willkommen zu einer neuen Folge Hardline Barbecue. Und heute ist ein Special and Friends. Ich begrüße euch aus dem schönen Schwalmtal. Wir sind gerade bei Henrik Drünen und wir werden heute in einem Erdloch grillen. Es wird Kalua Pork geben und in Löcherbuddeln ist der Henrik ja die geilste Sau aus Deutschland. Jan kommt später auch noch, aber vorher wird geackert. Folgt mir. Guck mal, wer da Hallo, kommt. Hallo, Mars! Na? Guten Tag! Ein wunderschön. Du bist ja auch schon da. Ja klar, was ist los? Ja, du kommst ja früher als angekündigt, ne? Der hat sich heute mal beeilt. Ja, immer. Moin! Wenn ich höre, dass es ein Schwein im Loch gibt, dann bin ich ganz schnell. Jawohl, dann habe ich ja fast gedacht, dass ich dich damit kriege. Ja, wir haben schon mal ein bisschen für das Flavor gesorgt. Wollte ich gerade sagen, Stimmung ist schon vorhanden. Stimmung ist da. Alles klar, alles wir warten nur auf dich. Ja. Schwein ist da. Schweinesauder? Also, Schweinesauder? Loch ist auch schon am Start. Loch ist auch schon am Start, um die Ecke. Also, was will man mehr? Lass oder? Keine Wünsche Service, offen. Oder? Ich lasse keine Wünsche offen. Ne? Komm, wir gehen das Loch gucken. Guck es dir dann. Komm. Einmal Abnahme, bitte. Ja, einmal Abnahme. Jawohl. Boah, das sieht doch fabelhaft aus. Ich habe hier schon mal was vorbereitet dafür. Henrik. Muss ich mal sagen, ich habe hier gestern noch schweißtreibende Arbeiten betrieben. Marc hat mir eine Aufgabe gegeben. Mach ein Loch. Sag mal, kommen wir alle wieder nach Hause? Oder? Ich weiß das auch. Es könnte das Loch alles ist da. Sein. Also entweder ein kleines Grab, aber ich muss sagen, Henrik, du machst ja die schönsten Löcher. Ich mach die schönsten Löcher, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall machst du die schönsten Marc, Löcher. Marc, sag uns bitte, was wir tun können, damit wir nicht so doof rumstehen. Also, wir fangen an mit Steine rein. Steine? Ein bisschen Holz. Jawohl. Zwei große Steine wären nicht schlecht. Dann können wir das Holz erstmal entzünden. Ja. Jan? Komm, warte komm. Mal, aber einmal, erzähl mir doch mal einmal kurz der Gesamtaufbau. Also es kommen Steine unten rein. Genau, dann kommt Holz rein. Wir werden das Holz entzünden. Andere Steine drauf, nochmal ein bisschen Holz. Stunde brennen lassen, damit die Steine ordentlich Hitze speichern. Und dann fangen wir schon den Aufbau an für das eigentliche Schwein. Mit ein bisschen Gras abdecken. Ne? Ich habe da vorne einen ganzen Sack voll blauen Sack voll Gras. Das damit abdecken. Dann kommen benetzte Jutesäcke da drüber. Dann kommt eine Wanne, wo wir unsere Beilagen, also Taro-Spitzen, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln und noch so ein bisschen andere Sauerei. Und dann alles in dem Loch. Und dann alles da drin. Ich wollte gerade sagen, ist das groß genug? Alles in dem Loch. Okay, also ich würde sagen, jetzt einer rein. Yes. Und dann anordnen. Ja, ne? komm, du gehst da rein, wir gehen dir an. Alter, ich war fast weg. Hier, warte. Genau. Warte, es kommt hier, Steine perfekt. Kommen. Perfekt. Gib mir erstmal bitte zu Beginn. Jan, mach mal. Hier, ruhig. Ein paar kleinere Hölzer, damit die gut Feuer fangen. Ja, warte. Gib mal durch. So. Hier, was kleines Feines. Warte. Erstmal hier. So, damit wir ein bisschen Luft schaffen können. Noch ein. Also bis jetzt muss ich ja nur sagen, also ich bin ja auch großer Spanferkel-Liebhaber, ne? Ja. Aber das hat man immer draußen gemacht, auf dem Spieß, da drehte sich. Da hast du gesehen, wie die Temperatur ist, wie das Schwein aussieht. Hier siehst du ja nichts mehr. Ja, oder? Das ist hier so ein bisschen Lucky Shot, ne? Also das, und ich bin ehrlich, auf Hawaii habe ich das auch nur einmal gemacht. Also zu sagen, hör mal, ich bin jetzt hier im sicheren Gewässer. Ja gut, aber Übung macht den Meister. Ja genau, so ein bisschen Fallhöhe brauchen also wir alle. Das hättest du jetzt auch nicht erwähnen müssen. Ja. Sag doch jetzt einfach, wir sind hier hingekommen, um was Gutes zu essen, Marc. Ja? Ja, also wenn du jetzt sagst, du hast das nur zum ersten Mal gemacht. Henrik, wollen wir ehrlich sein, alles kommt und fällt mit dem Loch. Hat hier seit zwei Tagen buddelt er hier Nein, das Loch. So lang war das auch nicht. Er hat ein Feuer an der Hand. Ja, ich. Nicht. Moment. Und Marc? Das ist jetzt wirklich, so machen die das in Hawaii immer. Also oder was? Immer. Bisschen Ehrlichkeit muss ja sein. Ne? Also wir sind 95% original dran. Das Einzige, was uns fehlt, sind Stämme vom Bananenbaum. Komm mal raus, sonst wirst du zugeräuchert. Also die Stämme, die fehlen uns. Das Schöne ist bei den Bananenbäumen, die haben so eine milchliche Konsistenz innen drin. Viel Feuchtigkeit und die machen halt so einen Steaming-Effekt in dem ganzen Loch. Ja, wenn man hier leider sieht, wir sind hier immer noch am Niederrhein. So Bananenblätter. Mach doch mal ein paar Bananenbäume. Ja, ich mach eine Bananenplantage. Für das nächste Pferd. Das wäre doch eine gute Idee. Pass auf, die Jutesäcke, dann kann ich das schon mal organisieren. Die müssen jetzt in ein Wasserbad, ja? Ganz genau. Gut. Dann werden wir das schon mal so. Im Endeffekt reicht es auch, wenn wir die mit dem Gartenschlauch ein bisschen abspritzen, wenn wir da jetzt nicht so einen riesen Aufwand betreiben wollen. Ja, doch, machen wir. Okay. Doch. Wir betreiben Aufwand. Lass das hier, ja? Jan. Lass mal wir holen Wasser und tun dann nur runter. Kann die Steine mal runter tun? Das ist aber schon eine Vorbereitung hier. Ne? Also, ja, das ist ja nicht mal so eben getan. Auf Hawaii mussten wir das Loch selber buddeln, mussten die Bäume selber schlagen gehen. Ja. Das Ganze hat 4,5 Stunden gedauert und wir haben um 1 Uhr nachts angefangen. Oh, ja. So, Leute. Lassen wir das erstmal ein bisschen Feuer fangen.
Und nach und nach werden wir immer neue Steine, neues Holz dazu packen, sodass sich alles gut temperieren kann und auch die Umgebung von dem Erdloch ein bisschen Wärme tankt. Und dann können wir die Lebensmittel hinabsetzen. Vorher werden wir das natürlich ein bisschen vorbereiten, aber erstmal muss der Spaß hier brennen, damit die Steine richtig heiß sind. Damit soll er was werden heute. Ich weiß auch nicht. Guck mal, der steht so ein bisschen ratlos neben dem Feuer. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so hawaiianisch ist, wenn man so ratlos daneben steht. Hier das gute mitmännische Gras. Ja, ich bin echt gespannt. Ich habe, ganz ehrlich, ich bin ein Fleischliebhaber. Ich habe in sämtlichen Variationen habe ich schon Fleisch genossen. So noch nie. Nee, noch ich nie. Auch nicht. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich habe sogar ein Jahr in Südafrika gelebt. Da machen sie sogar so wie wir hier. Auf den Spieß und drehen und machen und Spieße. Tun. Oder wie heißt denn dieses? Ist das nicht in Mexiko, wo das so schräg Asado. Wie so Asado. Wie so ein Flammlachs da. Oder so. Genau. Ja. Argentinien. Entschuldigung. Argentinien. Guck mal, da mischt er sich wieder ein. Da kommt wieder die große Fresse. Da kommt das auf einmal. Die große Fresse solltet ihr aber haben. Wenn das hier nicht klappt, ich habe immer noch den Pizzaofen. Wir machen Pizzateig, dann ist es gut. Ein Glück. Also wir haben Plan B. Was ihr mir zutraut, ey, das ist ja also wirklich schon über euer Haupt. Gar kein Thema. Wenn denn nichts wird, wir essen eine Pizza. Ich habe jetzt schon Tränen in den Augen, ne, weil die so über mich sprechen. Wir brauchen die ganze Hitze an den Steinen. Ne? Wenn wir nachher natürlich so ein bisschen Glut haben, spielt uns das nur in die Karten. Ja, und dann können wir anfangen zu schichten. Ne? Ich finde das sehr schön, wie drei Männer einfach hier um so ein Loch stehen und in dieses Loch reinschauen, wie das brennt. Hervorragend. Ja, müssen wir von der Beerdigung. Ein bisschen was von der Beerdigung, aber müssen wir das Schwein denn noch vorbereiten? Oder kommt das einfach nur das Fleisch nackt da rein? Oder wird das noch gewürzt, mariniert, wie auch immer? Genau, also ich habe ja oben gesehen, du hast da ja so ein Prachtexemplar klar gemacht. Natürlich. Ist noch in der Decke, da muss natürlich aus der Decke raus. Ja. Dann habe ich mineralisiertes hawaiianisches rotes Meersalz geholt. Okay. Das ist so originalgetreu, ja. Ne, weil das macht so ein bisschen dieses Kalua Pork auf, so ein bisschen mineralischer Geschmack. Oh. Also was ist denn los mit dir? Dann ist das schon wieder eingebrochen. Okay. Ja, und damit werden wir das schön einreiben. Da habe ich Tea Leaves klar gemacht. Das ist so ein Unkraut aus Hawaii. Das wächst da in den... Ein Unkraut. Am besten ist... Machen. Wir gehen da hin, bereiten das Schwein vor und lassen das hier erstmal brodeln, wie auch immer. Genau, ein bisschen Hitze tanken. ich schmeiß noch ein paar Steine drauf und dann würde ich sagen, machen wir uns an das Schwein. Jan, wir beide gehen das Schwein schon mal vorbereiten. Wir gehen schon mal das Schwein vorbereiten. Genau, ich schmeiß hier was rein. Lass den Marc Aurel mal. Marc Aurel, ey, das höre ich so gut wie nie. Ne? Der Henrik, ey. So ein Korrekter, weißt du? Gerade Löcher kann er machen und er spricht mich mit meinem richtigen Namen an. Also furchtbar. Furchtbar, habe ich das letzte Mal in der Schule erlebt, ey. So, Henrik. Haben wir ein wildes Schwein? Wir haben ein wildes Schwein und Luftlinie gerade mal 800 Meter von hier geschossen. Oh. Also ist wirklich ganz heimisch. Wir müssen nur schauen, bitte, die Schwarte soll noch verwendet werden, Jan. Ja. Also bitte ganz lassen, aber das schöne Stück soll gleich in diesen Erdloch da. Dieses Grab. Ja. Ich bin mal gespannt, ey. Also ich hoffe, es wird was. Ich hoffe, Marc hat sich da so viel... Also ich sag mal so, bei jedem anderen würde ich mir Sorgen machen, aber bei Marc denke ich, der weiß, was er tut. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, der hat ja schon das eine oder andere Stück Fleisch auf dem Grill gehabt, aber im Erdloch, das ist das. Ja. Jetzt ist ein gutes Stück ja aus dem Schwarz raus. Jawohl. Was passiert jetzt damit? Also ich habe da hinten in deiner Grillecke schon mal ein bisschen was vorbereitet. Gut, komm, Blech mit Bananenblätter, da muss es drauf. Fang an. Hast du? Komm. Am besten so zentral mit dem Körper auf die Bananenblätter drauf. Jawohl. Ah, so. Geh du in die Mitte, Marc, du machst das. Yes. Wir assistieren nur. Also, ich habe jetzt hier schon mal, weil wir gleich nicht mehr so gut drankommen, die so Tea Leaves drunter gemacht. Das ist so. Was sind das? Hawaiianisches Unkraut. Hawaiianisches Unkraut. Sehr vertrauenserweckend, ja? Ja, also wo ich auf Hawaii war, haben die Polyneser mir da gesagt, das ist the spirit of Hawaii. Das gibt dem Kalua Pork quasi den richtigen Geschmack, also dass das so richtig traditionell wird. Das sieht aber, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das sind Bärlochblätter in groß. Also die heißt zu Deutsch heißt die Keulenlilie. Also wer sich das mal nachkaufen möchte, weil er sagt, boah, diese Garmethode ist genau meins, sollte Tea Leaves zu hawaiianisch oder Keulenlilie auf Deutsch. Und was hast du jetzt? Jetzt haben wir hier rotes hawaiianisches Meersalz, das ist mineralisiert und gibt dem Ganzen so ein
tonig-erdigen Geschmack, so wie das eben halt original auf Hawaii gemacht wird. Und das wird jetzt alles großzügig damit eingerieben. Ja, also du streust rüber, wir ja, genau. Einfach nur einreiben, oder? Ja, ganz genau. Das können wir. Reiben können wir. Das machen wir auch abends immer bei unseren Frauen, weißt du, diese Massage. Ja, natürlich. Das ist natürlich, ja? Auch mit rotem Meersalz, oder? Auch mit roten. Ja, klar. Aber nur hawaiianisch. Ja, nur hawaiianisch. Oh, da ist aber diese rote Farbe, ist super, ne? Guck mal hier. Ja. Sofort verfärbt sich das. Ja, sieht dann auch direkt schmackhaft aus, ja. Ne? Das ist mir auch direkt auf Hawaii eingefallen. Mhm. Ja, spar da nicht mit. Nein, nicht so geizig. Müssen aber trotzdem reichen. Aber das war ja. Jetzt 250 Gramm Salz. Ja. Ja, ein bisschen will ich nochmal. Wo ist hier noch? Da fehlt noch ein bisschen. Aber das ist jetzt auch nicht, dass das zu salzig wird, weil das ja in der Erde ist. Also er tropft ja nichts runter. Jetzt auf dem Spanferkelgrill hast du ja, dass mal Marinade und sowas ein bisschen runtertropft. Ganz ja? Genau. Oder dass die Hitze das ein bisschen verbrennt. Aber hier ist ja wirklich das Salz unten in dem Erdloch drin. Wird das dann nicht zu salzig? Ich hoffe ja nicht, aber... Nein, also ich habe mir, erstens mal wird ja, also fangen wir von vorne an. Auf Hawaii wickeln sie das Ganze in Alufolie ein. Finde ich persönlich ziemlich kacke, ne? Weil erstens mal verwehrt uns das den typischen Rauchgeschmack am Fleisch. Ne? Die Alufolie hält alles ab. Dann habe ich hier extra drunter diese Edelstahlwanne. Da werden wir unsere Beilagen, Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, Taro-Spitzen da reinmachen. Das heißt, von dem Fleischsaft, der runterkommt, das wird hier unten drin aufgefangen und... Die Beilagen werden im Saft vom Schwein gegart. Aber nochmal, wir machen hier oben drauf Erde nachher. Ganz genau. Also, ich bin gespannt. Komm. Jetzt wickeln wir das Ganze hier sorgfältig als möglich in Bananenblätter ein. So. Ich hab noch mehr. Genau, neben Jan liegen die noch. Henrik, nimm mal das und pack das nochmal hinten so ein bisschen um die Hinterläufe. Jawohl. So. Warte noch. Mal jetzt hier noch einen drüber. So, und jetzt. So. Zack, viel hilft viel. Damit mir ja nichts an das Schwein hier rankommt, du, ey. Leute, guck mal, so sehen Taro-Spitzen aus. Die hawaiianische Kartoffel ist das quasi. Auch ein Knollengewächs unter der Erde. Da kennt man so gar nicht. Ja, das sieht ein bisschen aus wie eine kleine Kokosnuss, ne? Habe ich sogar auf Hawaii nicht bekommen. Aber mir wurde gesagt vor Ort, aber bei die Rewe, muss man haben. Bei Rewe in Duisburg-Marxloh. Genau. In der Bio-Abteilung. Also, ich habe gerade mal einen Blick auf die Glut geworfen. Das sieht gut aus. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt das Ferkelchen, stellen das da vorne hin und präparieren das Erdloch. Und dann können wir das einsetzen und uns dann ganz entspannt zurücknehmen. Ne? Das hört sich sehr gut an. Komm. Wie lange bleibt das drin? Also bis es gar ist, ich würde tippen 4, 5, 6 Stunden. Das ist eine wackelige Nummer. Komm. Kann man im Vorfeld immer schwer sagen. Habt ihr alles? Jawohl, ich habe es. Ich habe den Poppes. Alles jawohl, gut. Den Stinkel. Das ist ja am liebsten. Das beste Stück. Ja, da am liebsten. So. Guck mal, hier können wir ordentlich drauflegen. Passiert sehr, da nicht? So. Sehr gut. Oh. Ja. Aber die Hitze ist da. Ja. Man merkt es, ne? Boah. Man merkt es hier. Ja, da ist ordentlich Spaß drin. Die Hitze ist richtig ordentlich guter. Spaß. Also, ich habe das Gras einmal noch ein bisschen gewässert, damit uns das nicht komplett abfackelt. Also erst. Ein Aufgussmeister, der Aufgussmeister. Erst Gras, dann Leinsäcke. Schön dicht und auch auf die Kanten und alles muss da mit bei sein. Ein bisschen was müssen wir noch aufheben für oben zum Abdichten nachher. Ja, okay. Ja, dann müssen wir. So. Oh, Entschuldigung, mach nichts. So, dann lassen wir das jetzt zum Abdichten. Ja, genau. So, jetzt die Säcke. Alle Säcke? Ja. Oder müssen wir oben welche noch haben? Einen müssen wir auf jeden Fall noch für oben aufheben. Ja, dann lass mal die. So, jetzt hat Schwein. Jetzt hat Schwein, runter damit. Gleiche Besetzung. Jetzt geht das Schwein unter Tage. Jawohl.
So. Ich muss nur gucken, dass ich nicht erfäll. Ja. Müssen wir das so ein bisschen diagonal machen. Ja. Warte, da müssen wir mit dem Arsch da hinten runterziehen. Genau. Aua. Ja, jetzt wird's warm. Gut. So. Gut. Gras drauf, Leinsäcke drauf, Gras drauf. Ja, Männer. Sauber. Ja. Lüft. Warte hin. Genau. Oh, das riecht aber schon. So noch nie gemacht. Nee. Dann machst du das auch mal. So, jetzt Erde drauf. Jetzt. Oh. Zum Andrücken. Man sieht schon gar nichts mehr. Machen wir mit der Schippe am besten. So, ne? Ja. So, und jetzt? Jetzt Erde drauf. Jetzt Erde drauf. Nur so, dass es ein bisschen die Hitze speichert, nicht allzu viel. Ein schönes Stück Fleisch. Das riecht schon, ne? So ein bisschen Gemüse. Oder bilde ich mir das ein? Boah, geile Nummer! Ob das ist was wird? Wieso nicht? Wieso nicht? So, wer hat denn jetzt von euch die Hula-Tänzerin bestellt? Ich bin es. Ja, ich hab's gehofft. Ich wollte es nicht direkt so an, aber dann wird's auch auf jeden Fall was. Reicht schon, solange wie. Ja. Das war's jetzt. Das war's. Die ganze Zauberei. So, jetzt heißt es 6 Stunden lang. Stehen wir da hinten drin und abwarten. Cool. Geile Nummer, Jungs. Hör mal, ohne Scheiß. Vielen Dank, Henrik. Ja? Marc, danke, dass du das kredenzt hier. Ja, sauber. Ja, dann komm. Also, da bin ich mal gespannt. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir mal vielleicht ein kaltes Getränk trinken? Ab zur Theke. Einmal die Tagessuppe in 03 vielleicht? So. Alles klar. Guck mal, Marc, ist das so in Ordnung? Das ist doch super. Oder? Das kannst du jetzt direkt draufschmeißen? Das hier. Jawohl. Einfach so auf den Grill. Schön karamellisieren lassen. Dann haben wir nochmal so ein paar verschiedene Arten. Das kann ich hier machen. Jawohl. Okay. Und was brauchst du hier? Raus. Hol das hier kannst du mal so ein bisschen runterholen. Ja. Immer vom Körper weg, ne? Ja, mach ich. Ich bin da Profi drin. Okay, alles klar. Zum Körper hin, meinst du, ne? Zum Körper hin, okay. Natürlich. Ich kümmere mich dann um die Chili. Noch so ein paar hawaiianische Flavor rausholen. Und dann wird jetzt dieses Mango-Chutney dabei, oder was? Ja, genau. Das wird so ein Mango-Paprika-Chutney, Salsa. Und ein Papaya-Paprikasalat werden wir noch rausholen. Mhm. Das habe ich mehrfach auf Hawaii so gesehen. Und aus dem Grund dachte ich mir, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, Henrik, was geht bei dir? Hast du auch irgendwas Neues am Start jetzt bald, wa? Ich habe auch so was gehört. Ja, kommt. Irgendwann dürfen meine Hunde mal die Hauptakteure sein und ich der Nebenakteur. Nämlich, es wird gedreht, Henriks wilde Meute. Und da möchten wir gerne dem Zuschauer, so die ganze Thematik um die Hundearbeit präsentieren. Ne? Also wirklich vom Welpe an, ja, die Ausbildung, GPS kaufen, Weste bauen, Ausrüstung komplett, Hund, Hundeführer, Hundeauto, Hundeanhänger, wie auch immer. Und dann bis hin zur Planung der Yacht, die Yacht und dann halt später auch. Ne? Die Yacht ist dann nicht so um 17 Uhr zu Ende, wenn dunkel ist. Danach geht weiter. Danach geht weiter, die Hunde wollen versorgt werden. Und das wollen wir dem Zuschauer einfach mal näher bringen. Und deswegen werden wir uns hier in dieser Kulisse irgendwann wiederfinden. Ich sag dir, hast du das schon mal probiert? Jan, jetzt lass es doch bitte. Du musst jetzt auch nicht mehr abschmecken. Ich probiere gleich, wenn das Schwein draußen ist. Ach, guck mal. Guck, ich muss mir auch keinen Zucker mehr dranhauen. So, guck mal. Zack. Das hier kann man noch klein schneiden, mit da reinschwammeln. Das sieht doch klasse aus, oder? Ja, natürlich. Sieht bombastisch aus. Fruchtsalat. Aber ganz ehrlich, so langsam würde ich gerne das Schwein mal sehen. Ja. Oder? Okay. Na gut, das Schwein guckt zum Loch hier. Dann siehst du. So.
umrühren und dann sind wir eigentlich soweit. Dann können wir uns jetzt mal richtig fokussiert an die Wildsau jagen. Dann räumen wir hier einmal auf, wa? Machen hier frei. Dann können wir die hier oben drauf zerlegen gleich. Seit 5 Stunden ist das Schwein jetzt schon in dem Loch. Wir sind mal gespannt. Henrik hat es groß angekündigt, schon vor Wochen bei uns. Ja, mal schauen, was Marc da für uns alles Schönes gezaubert hat. Lass uns mal überraschen. Ich habe großen Hunger mitgebracht und ja, wir harren der Dinge, die da kommen werden, meine ich. Ne? Wird bestimmt richtig lecker, ich freue mich schon. Hab heute noch nicht viel gegessen, wird der Bauch schön voll. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was das hier gibt. Jan, hier hast du noch Handschuhe. Ein bisschen müssen wir jetzt abkratzen, ne? Ach guck mal, da müssen wir erst mal schauen, wie wir das überhaupt erstmal so richtig. Deswegen habe ich da so Kellen. Vielleicht können wir da so ein bisschen was wegkratzen. Zu einer Seite hin. Ah, da warte, so mit dem Gras. Guck mal, da haben wir schon die Säcke. Ui, der ist aber heiß. Ja, warte mal, Jan, das müssen wir direkt am besten hier raus. Warum raus? Ja, weil das fliegt doch bestimmt an das Schwein nachher ran. Guck mal. Haben wir denn irgendwann. Der gute englische Rasen. Ja, das macht nichts. Hauptsache, das Essen ist lecker. Da ist mir auch der Rasen egal. Boah, hier, Marc. Ja. Hier. Alter, kommt da nichts raus. Ja. Boah. Ja, guck mal hier, ey. Boah. Aufregung steigt, ne? Die Kartoffeln sind egal, Marc. Das ist doch, weil da so ein bisschen da drin ist. Hier vorne gibt es ja noch mehr Kartoffeln. Ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht mehr so großartig. Guck mal, du kannst hier drunter greifen, hier kann ich drunter greifen. Ja, wir müssen aber hier. Das guck mal hier, sonst. Hier ist ja noch die Keule. Warte. Hier ist der Taub. Das ist ja echt mein Jugendforsch, ne? Das ist nicht so schön. Ja. Boah, aber jetzt so langsam kommt hier auch schon der dicke Bratengeruch, ne? Verrückt. Also wirklich, ich bin gespannt, was die Jungs da jetzt gleich rausziehen. Also wirklich. Bisschen aufgeregt. Ich hab nicht viel mitbekommen eben, aber das ist jetzt schon wieder. Wenn wir das hier an der Seite stehen haben, dann können wir es abziehen. Also hier. Wenn ihr irgendwas braucht, schreit, ne? Ja. Bier reichen soll. Bier. Jetzt mal in Ernst, wenn hier eine Tanne stehen würde, würde ich denken, es ist Weihnachten. Ja. Lolo, was meinst du? Auspacken, weißt du, da ist doch super. Was meinst du, Max? So, komm, dann lass uns das mal hier oben erstmal. Oder gib mal die 2 Stämme. Einen Stamm hier, Jan, Vorsicht. Tu mal da einen Stamm hin. Tu mal lieber die Möhrchen. Tu mal eben und den Hund bitte weg. Lolo. So, ja, so, dann war hier. Das mit dem Feuer auch noch gar. Hier. Den Hund kriegen wir auch noch gar mit dem Feuer. So, damit wir da erstmal drauf abstellen können, wa? Kannst du da überhaupt anpacken, der Blech? Ja, also mit dem Handschuh hier ist schwierig, weil der ist schon durchgesuppt. Brauchst du den linken Handschuh? 1, 2, nee, Jan, ich hier. Jan, dein Haupt mit dem da vorne. Genau, da vorne das Stück. Alter. Hier hängt da links da, ne? An der Keulen. Genau. Heiß. Dicke Keule auf dem Boden. Ah. Nein. Aber zart ist es. Zart ist es. Ohne kleine Haxe haben wir drin gelassen. Zart ist es auf jeden Fall. Was hast du da jetzt? Ja, eine Keule. Auch solche. Eine Keule. So. Guck mal. Also vom Zartheitsfaktor. Uiuiui. Ich habe erstmal eine Keule. Wir gucken mal, die ist nämlich unversehrt. So. Das sieht doch mal gar nicht so verkehrt aus. Nein. Also wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das Ding. Warte. Das Haupt bricht auf jeden Fall ab, oder? Ich hatte da auch vorher Fisch. Oh ja, das liegt hier schon. Genau. Warte mal. Ich hatte dir das um die Ohren aus. Zieh weg. Guck mal, hat sogar noch den letzten Bissen. Nimm mal die andere Seite, dann ist das besser. Ja, ich weiß, da kannst du mal schön die Finger vorhalten. Jetzt schon mit den Fingern eine Winkel, weißt du? Das sind mir die richtigen. Ich würde ja das dem Hendrik geben, aber das überlebt den Weg nicht.
Also können wir? Mhm. Eins, zwei, los. Oh, heiß. Vorsicht. Heiß. Geht? Zur Not noch mal abstellen. Jan, ich komm, wenn nicht mehr geht, abstellen. Ja, weiter. Ganz ehrlich, ich entschuldige mich für meine Zweifel. Oh, hier, guck mal hier, wie der Saft da rauskommt. Ey, Hammer. Mein lieber Schwan. Oder? Das ist geiler Shit, Leute. Das ist wirklich Premium. Boah. So, Männers, was sagt er? Voller Erfolg, oder? Perfekt. Das Fleisch fällt vom Knochen. Das Fleisch fällt vom Knochen. Solche, selbst die Beilagen. Selbst so eine Beilage, die ist perfekt. Ja, muss man einfach so sagen. Und dieser Sud, der da drin ist, ja. Alter, der sieht ja einfach nur die Schuhe aus. Ja. Ne? Also, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, genau. Nee, ich bin schon sprachlos. Marc, ganz ehrlich, ich muss alles revidieren, was ich gesagt habe. Entschuldige über meine Zweifel, weil das ist wirklich ganz großes Tennis. Ja, also ist mal was anderes, als wir einfach einen Grill anschmeißen und was drauflegen. Ne? Sondern definitiv. Mussten vorher ein bisschen ackern. Die größte Arbeit hatte gestern der Henrik schon gehabt. Ja, ne? Aber man sieht es am Haupt. Ja. Man sieht es echt am Haupt. Dieses Haupt wäre nicht so, oder das Fleisch wäre nicht so vom Knochen ab, wenn das nicht so gepasst hätte. Ja, genau. Da gebe ich recht. Also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Grillergebnis. Und ich glaube, gerade mal so als Hardline Barbecue and Friends, ein geiles Special gewesen. Auf jeden Fall. Leute, wir hoffen auch, dass wir euch damit abholen konnten und dass ihr jetzt quasi schon die Schippe in der Hand habt und den riesen Kübel bei euch im Garten buddelt. Wir kommen auch vorbei und machen euch das Feuer an. Danach gehen wir wieder. Genau. Und erst wenn das Schwein fertig ist, kommen wir rum und essen mit euch. Also, auf dieses richtig geile Schwein. Auf dieses richtig geile Schwein. Cheers, Männers. Zum Wohle. Auf dich. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal, Leute. So. Es ist soweit. Proud Fanboy Moment. So, Springer, komm! Einpacken!